Ursula von der Leyen hat ein Medienfreiheitsgesetz vorgestellt. Und bei so einem Optimismus von Seiten einer hochrangigen CDU-Politikerin und EU-Kommissionspräsidentin lässt sich eigentlich nur Böses erahnen. Aber schauen wir mal, was Florian Warbeck in seinem neuesten Artikel für die Nachdenkseiten dazu geschrieben hat. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Medienfreiheitsgesetz. Ursula von der Leyen sichert sich Oberaufsicht über alle Medien in der EU. Von Florian Warwick. Die deutsche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will nur das Beste für uns alle und okay, vielleicht auch noch ein bisschen Machtzuwachs für sich und ihren Laden aus demokratisch nicht legitimierten EU-Bürokraten. Nach dem von ihr initiierten Digitale-Dienste-Gesetz DSA, welches explizit auf Kontrolle des digitalen Raums ausgelegt ist, wie das aktuelle Verfahren gegen Ex-Twitter eindrucksvoll belegt, sind jetzt EU-weit Presse, Funk und Fernsehen dran. Und der Name des Gesetzes, das erstmalig... Ja, der Trick bei diesem DSA ist wohl, dass die Formulierungen, die da drin sind, sehr allgemein gehalten sind. Also, dass man gar nicht genau sagen kann, was soll da jetzt zensiert werden und dass das in der Realität ziemlich willkürlich bzw. ziemlich stark entsprechend den Interessen der aktuellen EU-Kommission ausgelegt wird. Und das muss man bei jedem neuen Gesetz, was hier aus Brüssel kommt, befürchten. Auch bei jedem neuen Gesetz, was von der Bundesregierung kommt. Ich meine, die hat ja das Netzwerkdurchsuchungsgesetz beschlossen, was auch schon eine starke Zensur vieler Online-Plattformen zur Folge hatte. EU-Kommission, die Oberhoheit über die Medienlandschaften in den 27 Mitgliedsländern sichert, klingt nicht nur orwellianisch, es ist es mutmaßlich auch. Medienfreiheitsgesetz. EU einigt sich auf besseren Schutz für Medien. Titelte die Tagesschau am vergangenen Freitag und zitiert dann noch die CDU-Abgeordnete Sabine Verheyen mit den Worten, die Dame wird nicht umsonst Zensur so lange genannt, ja absolut. Es sei ein historischer Schritt, um Journalisten und Medienpluralismus zu schützen. Von einem Meilenstein für die Medienfreiheit ist zudem die Rede. Mit dieser positiven Interpretation des Vorhabens der EU-Kommission steht die Tagesschau in der Medienlandschaft aber ziemlich allein da. Selbst die FAZ titelt weit distanzierter »Neues Mediengesetz der EU unter Aufsicht« und kommt zu dem Schluss, dass das Gesetz die Pressefreiheit einschränkt, statt wie vorgegeben zu schützen. Die unabhängige Presse sei bisher dem Grundgesetz, der allgemeinen Gesetzgebung und dem Presserecht unterworfen und habe mit dem Presserat über ein Instrument der Selbstregulierung verfügt. All dies, so die FAZ abschließend, wird mit dem Medienfreiheitsgesetz kassiert. Ein ähnlich düsteres Fazit zieht der auf EU-Fragen spezialisierte Journalist Erik Bonse in seinem Beitrag »Brüssel übernimmt Kontrolle über die Medien« und spricht in diesem Zusammenhang von einem erheblichen Machtzuwachs für Brüssel. Dies führt er auch weiter aus. Zitat: Bei ihrem Start hatte die von der Leyen-Behörde keine nennenswerten Kompetenzen in der Medienpolitik. 4 Jahre später verbietet sie unerwünschte Sender, RT und Sputnik, kontrolliert das Internet und Nachrichtenkanäle wie X, Twitter. Also das ist auch eine unfassbare Zensur. Also muss man sich mal überlegen, wir sind in der Ukraine noch nicht Kriegspartei, wir setzen ja keine eigenen Soldaten ein und trotzdem werden hier großflächig russische Fernsehsender überall in der EU zensiert. Sowas geht eigentlich überhaupt nicht, wenn man bedenkt, also diese Zensur kann sich nämlich sofort gegen alle oppositionellen Medien richten, egal ob sie aus Russland finanziert werden oder nicht, weil man ihnen irgendwie eine Nähe zu Russland vorwirft. Und ihr wisst, jeder, der nicht den totalen Krieg mit Russland will, jeder, der an einer Wiederherstellung vernünftiger Beziehungen interessiert ist, der steht ja laut den Propagandisten, die uns gerade beherrschen, auf der Seite Russlands. Und knöpft sich nun auch noch Presse, Funk und Fernsehen vor. Und all dies tun ungewählte EU-Beamte, natürlich im Namen der Demokratie und der Freiheit. Sie wollen nur unser Bestes, vor allem bei der Europawahl. Zitat Ende. Auch die Vertreter der privaten Verleger- und Medienbranche wittern eher Gefahr als Schutz durch das neue EU-Gesetz. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des Bundesverbands der Digital-Publisher und Zeitungsverleger BDZV sowie des Medienverbands der Freien Presse MVFP wird die Beschränkung der Pressefreiheit durch europäische Regulierung kritisiert und angemerkt, aus Medienregulierung ist noch nie mehr Medienfreiheit entstanden.
Zudem wird darauf verwiesen, dass das Gesetz gleich mehrfach mit Grundsätzen der Pressefreiheit breche. So werde eine behördliche Aufsicht über die Presse etabliert, bei der auch noch die EU-Kommission mitreden wolle. Zudem sollen Verlage nicht mehr über redaktionelle Inhalte entscheiden dürfen, aber weiter für alle Inhalte voll verantwortlich sein. Im Internet werde die Zensur legaler Presseveröffentlichungen durch die digitalen Torwächter gesetzlich gebilligt und festgeschrieben. Die EU-Kommission unter von der Leyen begründet ihr zweifelhaftes Vorhaben übrigens vor allem mit Verweis auf die Notwendigkeit eines einheitlichen Binnenmarkts und entsprechenden Marktregeln. Zu den Zielen des Medienfreiheitsgesetzes erklärte der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton Folgendes. Die EU ist der weltweit größte demokratische Binnenmarkt. Medienhäuser spielen eine entscheidende Rolle, sehen sich aber mit steigenden Bedrohungen der Medienfreiheit und des Medienpluralismus, der Entstehung großer Online-Plattformen und einem Flickenteppich unterschiedlicher nationaler Vorschriften ausgesetzt. Das stimmt schon mal. Also es gibt verschiedene Nationalstaaten, die zensieren, die machen es Medien schwierig, unabhängig Bericht zu erstatten. Und es gibt große Online-Plattformen, die Meinungsfreiheit immer weiter einschränken. Also wenn jemanden, dem Demokratie und Meinungsfreiheit auch nur irgendetwas bedeuten würde, wäre doch jetzt die Schlussfolgerung, auf EU-Ebene Richtlinien zu erlassen, die die Freiheit der Presse gewährleisten. Die gewährleisten, dass jeder das seine Meinung veröffentlichen darf. Dass Medien möglichst frei arbeiten können. Aber ich befürchte, dass Thierry Breton gleich etwas anderes rechtfertigen wird. Im Europäischen Medienfreiheitsgesetz sind gemeinsame Schutzvorkehrungen auf EU-Ebene vorgesehen, um die Meinungsvielfalt zu gewährleisten und sicherzustellen. Zitat Ende. Folglich wird das Binnenmarktargument nur als ein Vorwand genutzt, um einen weiteren sensiblen Bereich EU-weit marktkonform zu regulieren und damit unter Hoheit der nicht gewählten Kommission zu bringen. Gerade die Medienlandschaft in EU-Europa, eine seit rund 200 Jahren sehr unterschiedlich gewachsene Struktur, war aus gutem Grund bisher noch Domäne der jeweiligen Nationalstaaten geblieben. Warum und aus welchem Motiv sollte man Medien, die in über 2 Dutzend Sprachen und aus ganz unterschiedlichen journalistischen Kulturen heraus erscheinen, einheitlich regeln? Na, man könnte schon die Macht der Nationalstaaten so weit einschränken, dass ihnen verboten wird, Medien zu zensieren. Also, dass es beispielsweise verboten wird, RT und Sputnik zu zensieren. Also, das könnte man ja auf EU-Ebene regeln. Es ist einfach, ja, dass es einen alten Meinungskampf gibt und dass eine Regierung jetzt nicht sagen kann, okay, das Medium passt mir nicht oder das Medium behandelt ich jetzt anders als andere. Also, man könnte beispielsweise verbieten, dass man den Nachdenkseiten die Gemeinnützigkeit entzieht, während Lobbyvereinigungen der Rüstungsindustrie ihre Gemeinnützigkeit weiter haben. Also das könnte man schon auf EU-Ebene einheitlich regeln, nämlich die Einhaltung demokratischer Standards. Aber das wird hier ja nicht gemacht, sondern es wird auf EU-Ebene Zensur vorgeschrieben, damit eben die Interessen der EU-Kommission weiter umgesetzt werden können, der nicht gewählten EU-Kommission. Das muss man auch immer wieder betonen. Ich meine, dieses Operettenparlament in Brüssel, das hat ja Merkels und Macrons Hinterzimmer die später noch abgesegnet. Ich meine, uns wurde ja vor der letzten EU-Wahl erzählt, wir können zwischen Manfred Weber und Franz Timmermans entscheiden. Also dem Kandidaten der Konservativen und dem der Sozialdemokraten. Was ist passiert? Am Ende haben das Merkel und Macron im Hinterzimmer entschieden. Also deswegen bräuchte das EU-Parlament auch beispielsweise deutlich mehr Kompetenzen und die EU-Kommission und der Europäische Rat, denen sollte man deutlich weniger Kompetenzen geben. Also es geht jetzt mir nicht nur darum, auf europäischer Ebene die Kompetenz wieder zurück an die Nationalstaaten zu geben, sondern mir ging es auch um eine Kompetenzverschiebung. Weg von undemokratischen Institutionen hin zum demokratisch gewählten Parlament, was aktuell leider nur ein Operettenparlament ist, was aktuell leider nicht mal Gesetzesinitiativrecht hat. Aber sowas muss man schnellstmöglich dem EU-Parlament mal geben, wenn man an einer demokratischen EU interessiert wäre. Und die Kräfte, die uns gerade regieren, sind genau das eben nicht. Fazit: Das ganze Medienfreiheitsgesetzkonstrukt erscheint weder grundgesetzkonform noch kompatibel mit der Grundrechtecharta der EU. Fundamentale und über Jahrhunderte erkämpfte Grundrechte wie Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit sollten sich nicht von EU-Institutionen mit fragwürdiger demokratischer Legitimität mit dem Verweis auf einheitlichen Binnenmarkt und Marktregeln aushebeln lassen. Hier wären engagierte EU-Bürger gefragt, die mit Klagen vor nationalen Gerichten und dem Europäischen Gerichtshof diese Amtsanmaßung der EU-Kommission, sowohl was das Medienfreiheitsgesetz als auch das digitale Dienstegesetz angeht, zumindest versuchen sollten, in die Schranken zu weisen. So, wir können nur
flotternd vor dem, was da noch passieren wird. Also die EU zieht immer mehr Kompetenzen auf sich, vor allem die EU-Kommission, die nicht demokratisch gewählte EU-Kommission, um ja unser Netz noch weiter zu zensieren. Das ist das, was wir befürchten müssen. Das ist das, was beim Digital Services Act gerade schon passiert. Und das ist das, was uns noch weiter ins Haus steht. Also vielleicht werden die Nachdenkseiten ja bald zensiert, wenn das so weitergeht. Oder nicht mal von der Bundesregierung, sondern ganz zentral von der EU-Kommission. Naja, es sind seltsame Zeiten, in denen wir leben. Aber wir können nur hoffen, dass es besser wird. Was soll man dazu noch sagen?